Heyo, Kuro Toki wieder am Start. Also, ich denke mal, entweder am Thumbnail oder am Titel konntet ihr bereits lesen, worum es heute geht. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Okay, Leute, das wären alle Equipments, die der Gogeta hier, den wir hier haben, tragen kann, beziehungsweise Ausrüstungen. Und natürlich möchte ich es euch für euch wieder vereinfachen, damit ihr auch die richtigen Equipments wählt und den maximalen Nutzen aus diesen Equipments dann habt. Also, fangen wir mit Equipment Nummer 1 an. Hier wäre jetzt unser erstes Equipment und ich muss direkt dazu sagen, das ist auch eines der besten Equipments, die für diesen Gogeta geeignet sind. Gründe sind halt, wenn ein Equipment die Special Move und gleichzeitig auch seinen Fernangriff, also Blastangriff bufft, ist es einfach schon ein optimales Equipment für den Gogeta. Und wie man sehen kann, Schlagverteidigung kann auch erhöht werden bis zu 18%, optimal für ihn. Gehen wir direkt zum zweiten Equipment. Also, das war das zweite Equipment und wie man wieder schon sehen kann, ist es fast identisch mit dem vorherigen Equipment. Deshalb auch natürlich auch unbedingt ein Equipment, welches man den Gogeta geben sollte. Ganz wie gesagt, wir haben wieder Schlagverteidigung, Fernangriff und Special Move. Weiter geht es natürlich mit dem dritten Equipment hier. Und ja, was soll man schon sagen? Es ist auch wieder sehr identisch wie die vorherigen Equipments und deshalb auch auf einer Reihe wie die ersten zwei, weil man wieder hier sehen kann, Fernangriff wird erhöht und sein Spezialangriff bzw. sein Special Move wird auch erhöht. Ziemlich gutes Equipment, aber der Unterschied ist einfach nur, dass dieses Mal statt beim ersten Slot, statt die Schlagverteidigung, die Fernverteidigung erhöht wird. Aber dennoch ein Equipment, welches auf jeden Fall sehr gut ist. Diese drei Equipments, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sind in meinen Augen die besten drei, die man dem Gogeta geben kann, aber natürlich ist es mir immer noch bewusst, dass ihr zum Beispiel vielleicht gerade eines dieser Equipments nicht farmen könnt und deshalb zeige ich euch jetzt die Alternativen, die man auch noch dazu geben kann. Okay, somit sind wir jetzt in der zweiten Reihe angekommen und diesmal sind diese Reihen nicht für einen bestimmten Tag gedacht, weil bei Gogeta muss man das nicht differenzieren, ob er in einem Saiyajin-Team gespielt wird, ob er in einem Fusion-Team gespielt wird, weil egal in welchem Team man ihn reinhaut, er wird so oder so mit Saiyajins gespielt. Den einzigen Unterschied, den es gibt, ist es, wenn man ihn in einem Movie-Team spielt, aber dazu komme ich später noch. Bei dem Equipment kann man wieder sehen, warum ich das gewählt habe, weil es eben in den ersten zwei Slots wieder die wichtigsten Werte hat, die ein Gogeta braucht. Ich sag's mal so, dieses Equipment hier hat auf jeden Fall auch sein Recht, im ersten Slot zu sein, aber in der jetzigen Meta, wo zum Beispiel sehr viel Movie gespielt wird oder Lineage of Evil gespielt wird, finde ich, dass dieses Equipment hier erst in der zweiten Reihe landen sollte. Und falls die Meta natürlich aus Saiyajins besteht, ist es ja logisch, dass man dieses Equipment hier statt eines der anderen drei wählen sollte, weil man dann eben für 20 Sekunden mehr Damage hat gegen Saiyajins. Okay, mit dem fünften Equipment hier haben wir auch etwas sehr Besonderes. Und zwar kann man hier sehen, der Fernangriff wird direkt als beim ersten Slot erhöht, aber diesmal haben wir keinen Spezialangriff dabei, also Special Move. Sondern der dritte Slot ist jetzt der Schlagangriff. Bedeutet, es ist eine gute Alternative, wenn man in den ersten drei Reihen eines dieser Equipments zum Beispiel nicht hat. Also, dieses Equipment hier ist natürlich mal wieder was anderes, weil, wie man sehen kann, wird hier nur der Fernangriff erhöht. Und das Besondere bei dem Equipment ist eben, dass man von Gogeta sein Leben hier erhöhen kann. Weil in manchen Situationen wird man sicher mal lieber Leben, anstatt Schlagangriff haben wollen. Hängt ja immer davon ab, wie man sein Team zusammenstellt. Wenn man ein Team mit Gogeta spielt, wo er kaum Schlagangriffskarten mitnimmt, dann wäre auf jeden Fall seine Basisleben zu erhöhen die bessere Wahl. Slot Nummer 3 ist auch ziemlich interessant, weil eben dieses Mal der Damage, der gegen Hybrid gemacht werden kann, nicht zeitlich beschränkt ist. Also man hat diesen Damage durchgehend sozusagen. Jetzt sind wir bei einem Equipment angekommen, welches in der jetzigen Meta eigentlich auch sehr gut zu gebrauchen ist. Wir wissen ja, in der Meta geht es gerade komplett mit den Movie-Charakteren ab und somit könnte man dieses Equipment hier auch sehr gut für Gogeta gebrauchen. Wieder mal ein Equipment, welches man erst dann nehmen sollte, wenn man eines der ersten drei Equipments vielleicht nicht hat. Aber für Leute, die jetzt eben ein bisschen mehr defensiver spielen, ist dieses Equipment auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber natürlich, man muss diesen Gogeta in einem Movie-Team spielen, sonst ist das Equipment ziemlich sinnlos. Bei dem Equipment kann man auch sehen, dass die Ki-Regeneration gebufft wird. Somit ist es auf jeden Fall für Leute gut, die sehr gerne Sidesteppen oder Charge-Steppen halt. Und mehr würde ich zu diesem Equipment jetzt eh nicht sagen. Beim nächsten Equipment werde ich jetzt nicht sehr viel dazu sagen, weil ich denke mal, bevor man dieses Equipment benutzt, kann man auf jeden Fall eines der anderen wählen. Weil erst beim dritten Slot der Fernangriff erhöht wird und es kann variieren zwischen Fernangriff und Schlagangriff. Und das kann ein bisschen nerven, wenn man ein sehr gutes Equipment hat für die ersten zwei Werte und beim dritten Wert kommt auf einmal Schlagangriff. Kann auf jeden Fall nerven. Ich weiß, es gibt die Radierer, aber lieber sollte man sich so etwas aufsparen für etwas Besseres. Also, das nächste Equipment, was wir hier haben, ist ein kleines Upgrade zu dem vorherigen Equipment. Weil, wie man sehen kann, werden beim dritten Slot die allgemeinen Fernangriffswerte erhöht, nicht die Basiswerte. Wenn jetzt jemand denkt, ja, aber dieses Equipment ist nur für Gogeta gedacht, wenn man ihn in einem Saiyajin-Team spielt. Dazu kann ich direkt sagen, naja, Fusion besteht ja auch nur aus Saiyajins. Den einzigen Hybrid-Fusion-Charakter, den man spielen kann, ist halt Super Saiyajin 3 Gotenks, aber machen halt sehr, sehr wenige. Okay, dann wären wir jetzt beim letzten Equipment, welches wir bekommen haben. Dieses Equipment werden sicher die meisten von euch schon einige Mal gehabt haben, weil es war eine PvP-Belohnung und man hat natürlich für jeden Sieg, den man im PvP bekommen hat, eben dieses Equipment mitbekommen. Ich sag's mal so, wenn man in einem Team sehr viele Schlagangriffskarten mitnimmt, kann man das Equipment auf jeden Fall dem Gogeta geben, weil
Fernangriff wird zwar erhöht nur für 12,5%, aber der Schlangenangriff bis zu 18%. Und somit hat man wieder ein sehr offensives Equipment dann für diesen Gogeta. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn man wirklich nur auf den Damage gehen will. Okay Leute, das wär's mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls es natürlich einen Charakter gibt, wo ihr wissen wollt, welche Equipments für ihn am besten wären, schreibt den Namen einfach unter die YouTube-Kommentare. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall dazu auch ein Equipment-Video machen. Und was ich noch erwähnen wollte, bevor dieses Video zu Ende geht, diese Equipment-Hilfestellungen wird es bald in einem anderen Format geben, welches übersichtlicher sein wird. Und ja, somit wird es auch angenehmer zum Schauen sein. Aber egal Leute, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Und ciao!